Marc Westerhofen und Nick Recht kommen gerade aus ihrer Mittagspause zurück. Du machst mir gleich schönen Cappuccino. Ich mach jetzt erstmal einen leckeren. Hey! 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 Hau ab! Zurück! Nee, darüber, hau ab jetzt! Darüber, hau ab darüber! Du legst den Hammer jetzt weg, verdammt! Hör zu, du Vogel! Den Hammer auf den, leg den Hammer auf den Boden! Leg den Hammer auf den Boden! Ich werd gleich sauer hier! Verdammte Hacke nochmal! Zu taub oder was? Alles gut, kümmern wir uns jetzt. Aber wenn ich sage, den Hammer weglegen, dann legst du den Hammer weg. Kapiert? Ich versuche seit zwei Tagen, meine Tochter zu erreichen. Verstanden? Ist nicht erreichbar. Alles gut, klären wir alles drin, aber du läufst hier nicht mit einem Hammer rum. Die Situation ja draußen vor der Wache, die war schon sehr, sehr brisant. Da ist ein älterer Herr, der Herr Attel, auf einen etwas jüngeren Herr, den Herrn Jungmann, ja mit einem Hammer losgegangen. Und wir wissen gar nicht, warum. Es ist schwierig, in so einer Situation wirklich die Beherrschung zu behalten, unsererseits. Wir haben es geschafft, wir konnten den Herrn Attel entwaffnen und jetzt gilt es zu klären, warum diese ganze Sache. Ich kann nicht sagen, warum ich da so sauer bin, warum ich hinter ihm her bin. Ich habe eine Tochter, die Leonie, das ist mein Sonnenschein, das ist mein Ein und Alles, die liebe ich total. Und dieser Junge will meine Tochter heiraten. Und jetzt habe ich vor zwei Tagen eine Nachricht bekommen von meiner Tochter. Er hat mich nur betrogen, ich bin weg, du brauchst nicht nach mir zu suchen, ich brauche Zeit für mich. Da kann ich Ihnen zeigen, ich habe das sogar am Handy die Nachricht gekriegt. Ihr könnt ihr nachschauen. Und deswegen bin ich hinter ihm her und habe ihn verfolgt. Ist Ihnen überhaupt nicht aufgefallen, wo der hingelaufen ist? Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Okay. Ich war jetzt überrascht, dass er zur Polizei geht. Genau, die erste Schutzfunktion wäre dann quasi, sich in der Polizei in Stelle wirklich aufzuhalten. Vielleicht ist er ganz bewusst hier hingelaufen und hat gesagt, das sind ja jetzt die Menschen, die mir jetzt gerade helfen können. Aber ich versuche seit zwei Tagen, meine Tochter anzurufen zu Hause und andauernd geht nur der Anrufbeantworter an. Und das ist nicht die Art. Normalerweise meldet sie sich immer bei mir. So, und wissen Sie, was Sie hätten machen sollen, ohne Ihren zukünftigen Schwiegersohn oder Ex-Schwiegersohn in Spee mit einem Hammer zu verfolgen, wären sie ohne die beiden Sachen hier mal zur Wache gekommen, hätten sie gesagt, ich suche meine Tochter. Aber alles das, was sie gerade sagen, ne, gegen ihren Ex-Schwiegersohn oder wie auch immer, das versuchen wir jetzt erstmal aufzuklären, weil vielleicht hat der auch eine Version. Der 28-Jährige hat von seiner Verlobten einen Abschiedsbrief gefunden, ist aber felsenfest davon überzeugt, dass seine Freundin diesen nicht freiwillig geschrieben hat. Lieber Schatzi, es tut mir so leid, aber ich kann nicht mehr, es ist aus. Ich liebe einen anderen und wir beginnen ein neues Leben. Bitte such nicht nach mir, Leonie. Ich werde dem jetzt auf jeden Fall auf den Grund gehen müssen. Klar, ne, wir haben eine vermisste Person, sie umsorgt sich und dieser Brief, sagen Sie, ist klipp und klar nicht von ihr. Das heißt also, ich brauche von Ihnen auf jeden Fall ein Foto. Jetzt haben Sie was, irgendwas dabei, am Handy oder sowas? Ja, sorry, ich bin auch ein bisschen, mag jetzt vielleicht kitschig klingen, aber ich habe ein Foto von ihr mit, weil ich habe das vorhin vom Kühlschrank abgerissen, weil ich sie so vermisse. Und ich wollte einfach den Grund nachgehen. Hier, das ist sie. Okay. Kann ich das denn auch haben? Natürlich, wir müssen, ja klar. Nehmen Sie ruhig. Das ist dann auch der Fahndung dann eben entsprechend. Alles gut, machen Sie ruhig. Bitte gucken Sie, dass Sie... Ich weiß nicht, was, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, passen Sie auf. Der Vorwurf, der jetzt letztendlich halt von Leonies Papa eben halt kam, ist... Meine Mutter? Ja, bin so. Ja, Mama? Aaron! Leonie! Burgall! Was? Rufen Sie bitte nochmal. Sie hat aufgelegt. Ja, rufen Sie direkt nochmal zurück. Versuchen Sie nochmal. Geht nicht dran. Das hörte sich so ein bisschen an, als wenn das so gehallt hat, da irgendwo im Hintergrund. Du musst irgendwo. Und da sagte sie irgendwas von der Burgall. Burgall. Warten Sie mal ganz kurz. Burgall. Das müsste die Burg Albrechtshöhe sein. Das könnte sein. Wissen Sie was? Nick! Kannst du mal gerade kurz bitte. Schickst du mal eine Streife zur Burg Albrechtshöhe? Könnte sein, dass wir dort eventuell seine Mutter vorfinden. Es kann sein, dass sie in Schwierigkeiten ist. Warum hat sie denn so schwer geatmet? Ganz kurz. Sie ist Asthmatikerin. Nadja Stern und Daniel Klattmann sind gerade in der Nähe und übernehmen den Einsatz auf der Burg. Gerade noch rechtzeitig, denn der Mutter des Bauzeichners geht es extrem schlecht. Was haben Sie? Atemnot oder was? Wo ist denn, haben Sie ein Asthmaspray? Asthma? Wo ist denn Ihr Asthmaspray? In der Guck mal, da neben der schwarzen Tasche ist es. Oh, ja, ich sehe schon. Ei, ei, ei.
Nehmen Sie das mal. So, nehmen Sie noch ein paar tiefe Züge. Machen Sie ganz, ganz ruhig. Haben Sie Ihren Sohn informiert, dass irgendwie Ihnen es offensichtlich nicht gut geht? Ja, ja, genau. Ich habe den Aaron angerufen. Aaron ist Ihr Sohn? Ja, richtig, genau. Okay. Gut. Was ist denn hier passiert? Also, ich wurde überfallen. Mich hat jemand die Handtasche weggerissen. Mir hat jemand einen auf den Kopf gegeben. Sie wurden verfolgt hierher. Und was haben Sie hier gemacht? Ja, ich wollte mich mit jemandem treffen. Okay. Also auf der Burg hatten Sie eine Verabredung? Ja, genau. Und Sie sind hier rein und Sie wurden dann niedergeschlagen, oder wie? Ja, was? Also von hinten. Ich habe nichts gesehen. Und dann niemanden erkannt, nicht männlich, weiblich? Gar nicht, gar nicht. Wollen Sie mal aufstehen? Oh ja, gerne. Ach. Okay, aber also Sie sind sich ganz sicher, dass Sie nicht erst den Asthmaanfall, dann gestürzt sind und dann die Tasche verloren haben, sondern Sie sind niedergeschlagen worden und dann den Asthmaanfall bekommen? Ich habe nur gemerkt, irgendwas von hinten, ein Schlag und jetzt habe ich meine Handtasche nicht mehr und jetzt... Ich packe Ihnen die Sachen mal zusammen von der Tasche. Gehen wir mal rüber. Wenn sowas passiert, kriege ich mal Atem. Ja. Ja gut, das passiert ja auch nicht jeden Tag. Wollen Sie sich einmal hinsetzen? Oh, ja, gerne. Ja? Setzen Sie sich einmal hin. Gut. Ja, noch wichtige Dokumente wahrscheinlich von Ihnen. Was ist da denn noch? Ein Sparbuch von Ihnen? Haben Sie jetzt gerade Geld abgeholt? Das ist nichts, oder? Das ist gar nichts. Ist nicht Sie sind aber Evelyn Jungmann, ne? Ja, die bin ich. Okay, weil hier ist so ein Auszahlungsbeleg, der ist auch von heute. Gar nicht mal so wenig, ne? Nee. Haben Sie... Ja, aber das ist nicht so wichtig. Ich schau gerade mal. 10.000 Euro abgehoben? Wie nicht so wichtig? Ich meine, wenn Sie sagen, Sie wohnen zu... Sind die da nicht drin? Hier ist jetzt erstmal... Sehen Sie ja selber nichts drin. Da waren 10.000 Euro drin, sagen Sie? Ja. Ich meine nicht, dass Ihnen jemand, wenn Sie Geld abgehoben haben, Ihnen gefolgt ist und das Geld dann entwendet hat. Das ist eine ganz übliche Masche. Normalerweise interessiert uns das jetzt auch nicht, wie viel, also ne, ob Sie jetzt Geld abgehoben haben oder wie viel. Ne? Aber jetzt in diesem Zusammenhang, Sie sagten 10.000 Euro abgehoben, ist nicht so wichtig im gleichen Augenblick, aber die fehlen. Ich meine, da ist ja irgendwas, läuft da ja falsch. Ich wurde angerufen von der Leonie. Das ist die Freundin von meinem Sohn. Okay. Von der Leonie, ja. Und die hat mir gesagt, nee, ich mag die nicht. Und die hat dann, ich weiß auch nur, dass du auf Geld aus. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von ihr, ich soll hier hinkommen, 10.000 Euro. Und dann lässt sie meinen Sohn in Ruhe. Mhm. Wer weiß ich auch nicht. Und das haben Sie dankend angenommen? Das habe ich gemacht, weil ich die einfach nicht abhaben kann. Und ich bin froh, wenn der Aaron nicht mehr mit ihr zusammen ist. Dass sie ihm wahrscheinlich aber das Herz brechen, ihrem Sohn ist. Der kommt da drüber hinweg. Ja, gut, aber das ist jetzt auch nicht so gewöhnlich. Ich meine, da müssen sie auch ein bisschen locker haben, weil 10.000 Euro schüttelt man ja nicht einfach so aus der Tasche, ja, ne? um den Sohn da aus den Fängen der Freundin zu befreien. Also. Ja, okay, ist ja auch alles ihre Sache, wie sie das machen. Mir ist gerade wichtiger, Sie wurden hier überfallen, jetzt erstmal für mich auf dem ersten Eindruck. Ihm wurde Geld geklaut, das heißt, der Täter ist ja offensichtlich, wenn Sie hier drin sind, auch noch hier in diesem Gebäude. Ja. Zumindest ist es möglich. Deswegen würde ich jetzt gerne eigentlich erstmal weiter gucken. Die Frage ist jetzt für mich, können wir Sie hier kurz alleine lassen? Geht das gesundheitlich? Ja, das geht. Okay. Kein Problem. Dann kein Rettungswagen oder sowas, aber vergessen zu fragen. Nein, wenn ich mein Spray habe, dann... Okay, alles klar. Dann gehen wir schon mal gucken. Ja, bitte. Ja? Bleiben Sie hier, ja? Bleiben Sie am besten in Rufweite. Ja, das wäre super. Hier liegen einfach so Koffer. Mitten in der Burg einfach Koffer? Magst du sie? So ein bisschen. Vielleicht sind die ja von. Nee, von ihr. Sie hat nichts von Koffern gesagt, ne? Ich zeige Ihnen einfach mal. Und? Nichts? Nee. Ist hier jetzt ein Damenkoffer? Direkt eine Reise, das ist gut. Leonie Atto. Das ist dann die Freundin, mit der sie sich eigentlich treffen wollte. Genau, aber was machen die Klamotten? Also du hast jetzt von dieser Leonie, oder? Hier sind Klamotten von einer Dame offensichtlich. Ich gehe fest davon aus, wenn ihr Pass hier auch drin ist. So, das sind aber keine Mädels, ne? Keine Mädelsklamotten hier, oder? Guck mal, ob da auch noch vielleicht ein Pass drin ist. Gut, also da ist jetzt erstmal nichts weiter, ne? Hier ist es ganz eindeutig nur Männerklamotten, aber ich habe keinen Ausweis über dir. Gut, dann gebe ich das erstmal weiter.
Alles deutet darauf hin, dass sich die Vermisste mit den 10.000 Euro und einem anderen Mann aus dem Staub machen wollte. Diese Nachricht dürfte den Vater und den Freund gleichermaßen schockieren. Wo kann die Leonie denn jetzt sein, verdammt? Ja, das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die Herren, ich habe Neuigkeiten von der Burg. Und zwar, die Kollegen haben sich gemeldet. Herr Jungmann, ihrer Mutter geht es gut. Die ist gefunden worden. Und die Kollegen haben auch zwei Koffer gefunden. Ein definitiv bestätigt von der Leonie, der andere von einem unbekannten Mann. Des Weiteren, aber jetzt wird es interessant, ihre Mutter und Leonie waren verabredet. Und ihre Mutter hatte 10.000 Euro dabei, die sie der Leonie geben wollte, damit sie sich nicht mehr treffen. Das kann doch gar nicht sein. Was ist das für eine Story? Ich komme gar nicht klar. Du hast unterfroren, das würde Leonie nie machen. Das stimmt ja auch komplett von deiner Mutter. Ja, meinst du, sie ist da so bepicht drauf, mit irgendwelchen 10.000 Euro rumzurennen oder was? Ich war doch noch nie einverstanden mit eurer Beziehung. Was redest du da? Sie macht bestimmt alles, Quatsch, damit ihr beiden nicht zusammenkommt. 100%. Wir haben doch gerade gesehen, wer hier gerade die ganze Zeit rumgerannt ist mit Mama. Ja, was möchtest du jetzt eigentlich von mir? Ja, weil ich dich im Verdacht hatte. Ja? Meine Herren, jetzt mal ganz ehrlich. Es bringt uns alle nicht weiter, wenn Sie sich hier gegenseitig hier ankeifen, die sich die Schuld hier zuweisen. Also, wir sind erstens noch hier in der Polizeidienststelle, dann hat man sich ein bisschen was zu benehmen. Und die zweite Sache ist, wir haben vermisste Personen und hier sind Straftaten im Raum, die es zu klären gilt. Also, bitte benehmen Sie sich jetzt ein bisschen, okay? Ja, ist okay. Ja? Derweil, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt wegen dieser Burg. Da sind wir noch gar nicht so weitergekommen. Die Burg Albrechtshöhe, die hat ja einen Burgherrn. Der Burgherr heißt Erich Holler. Kennen Sie den vielleicht? Mein Kumpel heißt Holler. Nee, mir sagt mir nichts der Name. Mein Kumpel heißt Holler. Wie heißt er richtig? Wie heißt er weiter? Manuel. Und hat der da vielleicht mit der irgendwas zu tun, mit der Leonie? Ja, die hatten mal ein Date gehabt, aber da waren wir noch nicht zusammen. Das war das Einzige. Ja, wir sind halt Kumpels. Der hat vorher die Leonie gedatet? Ja. Bevor Sie mit der Leonie zusammengekommen sind. Genau, und da habe ich auch Leonie kennengelernt. Und könnte das sein, dass der vielleicht derjenige ist, der damit was zu tun hat? Nein, das macht er nicht. Gib's das bitte mal durch. Es könnte sein, dass die noch in der Nähe der Burg oder in der Burg noch sind, ja? Ja, 15:31 hört. Wir haben gerade Info erhalten, dass die Leonie Attel unter Umständen in Gesellschaft ist von einem Manuel Holler bei euch auf der Burg. Es ist absolut unklar, wie im Verhältnis zueinander stehen. Manuel Holler. Ja, Manuel Holler, haben wir erstmal mit. Der Holler, ich meine, der könnte ja überall sein, ne? Also, kommt unter der Burg. Ist das so weitläufig, das ist das Problem, ne? Warte mal, hast du es gehört? Ja. Weißt du das? Das kommt von da, oder? Ja. Das hört sich an, als ob die schreien, ne? Streit oder so. Ganz schön. Hörst du das? Ja, ich höre das. Und dann, ich bin bei dir. Du gehörst zu mir, nicht zu Aaron. Nein. Die Polizei! Polizei! Den Degen weg! Den Degen weg! Auf den Boden mit den Degen! Runter damit auf den Boden! Komm hier hoch! Komm hier hoch! Komm hier hoch, habe ich gesagt! Komm hier hoch! Komm hier hoch! Die Hände über den Kopf! Die Hände über den Kopf! Hier an die Wand! So, hast du ihn? Ja. Okay. Hände bleiben da, wo sie sind. Hände an die Wand! An die Wand, die Hände! Der Mann hat sich unsterblich in die Verlobte seines besten Freundes verliebt. Dass man Gefühle nicht erzwingen kann, hat der Maurer bei seinem Plan außer Acht gelassen. So, hörst du mir, Mann? Nicht zu Aaron. Ich liebe Aaron, warum verstehst du das nicht? Ich kenne dich viel länger. Wir haben uns zuerst gedatet. Ganz, ganz kurz. Wollen Sie mal kurz erzählen, ich weiß, Sie sind sehr aufgelöst, was hier passiert ist? Der hat mich von hinten attackiert und ich bin hier im Verlies wach geworden, gefesselt. Ich wollte dir nicht. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich wollte mit dir auf Hawaii ein neues Leben beginnen. Ich liebe dich aber nicht. Warum verstehst du das? Kann nicht sein. Eine Frage habe ich jetzt aber mal noch. Oben sitzt eine Dame, Frau Jungmann heißt sie. Sagt Ihnen das was? Ja. Was hat es damit auf sich? Die Dame wurde irgendwie zu Boden geschlagen, kann sich nicht mehr so recht erinnern, hatte einen Asthmaanfall. Das waren Sie auch, oder? Ja, ich hab in ihrem Namen Briefe geschrieben. Briefe? Dass sie sich trennt von Aaron. Mhm. Und die Dame habe ich noch erpresst. Um 10.000 Euro. Herr Kollege, kannst du mir mal den Aaron Jungmann geben? Ich habe hier die Leonie hier, da kannst du direkt mit ihm sprechen. Ja, klar. Aaron.
Leonie, geht's dir gut? Ja, es geht mir gut. Die Nachrichten kamen nicht von mir. Ich mach nicht Schluss, ich liebe dich. Hallo Leonie, ihr seid Papa. Geht's dir wirklich gut? Ja, Papa, es geht mir gut. Ich muss jetzt auch Schluss machen, wir kommen jetzt gleich. Ja, alles klar, Leonie. Bis später. Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung und versuchte Nötigung gehen auf das Konto des liebeskranken Maurers. Sein ehemals bester Freund wird demnächst seine große Liebe heiraten. Mit dem Einverständnis seines Schwiegervaters.